Hörersick, wenn Sie so nach draußen gucken, was hier los ist bei Ihnen auf der Messe. Wie zufrieden sind Sie mit dem Start? Ich bin sehr zufrieden mit der Messe bislang. Ja. Wir haben deutlich mehr Besucher denn je. Absoluter Besucherrekord, bin gespannt auf die genauen Zahlen. Ich blicke in sehr viele glückliche Gesichter und vor allem in sehr viele junge Gesichter auch. Also wir haben ultra viele junge Menschen auch gewinnen können für uns. Das macht uns sehr glücklich und die Vorträge sind auch sehr gut besucht und auch die Aussteller sind extremst zufrieden. Es wird, glaube ich, in sehr vielen Punkten ein absoluter Rekord sein. Sehen Sie so bestimmte Themen, die jetzt dieses Jahr eine besonders große Rolle spielen? Es ist immer die Zuwanderung in die Maklerschaft aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel aus Schlüssigkeit, die ganz viele Vermittler bewegt, aber natürlich jetzt auch dieses Jahr besonders ESG und CSR sind Themen, die hier sehr viel diskutiert werden und vor allem die Auswirkungen dann auf die Produkte und auf die Produktauswahl der Endkunden und der Vermittler sind zwei sehr wichtige Themen. Und natürlich die Party heute Abend. Das habe ich auch schon gehört. Ich habe aber auch so insgesamt das Gefühl gehabt, dass alle recht positiv gestimmt sind, also dass die Geschäfte ganz gut laufen im Moment. Können Sie das auch so bestätigen? Ja, wir haben sehr viele positive Effekte wieder. Zum Beispiel durch die Zinswende wird ja vermehrt auch im Lebensversicherungsgeschäft tatsächlich wieder die Kapitallebensversicherung nachgefragt, also dritte Schicht, was man immer auch halten möchte. Auch die Garantieprodukte leben ja auch dann von einer gewissen Verzinsung, auch dadurch werden die attraktiver. Das heißt nicht, dass wir die Produkte super finden, aber tatsächlich werden die dadurch deutlich mehr abgeschlossen bei uns. Und viele weitere kleinere Aspekte ergeben ein sehr positives Gesamtbild aktuell auch von den Vermittlern und von der Branche. Ja, danke schön. Würde ich das jetzt erstmal als